Die tagelangen Proteste der Bauern und eine Großkundgebung in Berlin zeigen offenbar Wirkung. Die Spitzen der Ampelfraktion kündigten am Montag nach einem Gespräch mit Landwirten an, bis zum Sommer ein Gesamtpaket zur Förderung der Landwirtschaft in Deutschland beschließen zu wollen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach dabei ausdrücklich von einer Entlastung der Branche. Wir haben ganz konkret auch heute hier unterbreitet, dass wir der festen Überzeugung sind, dass wenn der Agrarbericht am Donnerstag prominent hier im Deutschen Bundestag gelesen wird, wir als Koalitionsfraktion zusätzlich eine Art Fahrplan, einen Entschließungsantrag vorlegen werden, wo wir innerhalb von wenigen Wochen konkrete Umsetzungsschritte benennen wollen, die auch reflektieren wollen, wiederum mit denjenigen, die heute eingeladen worden sind und die, die auch möglicherweise noch ein zusätzliches Interesse haben, dass wir bis zur Sommerpause auch klare strukturelle Entscheidungen treffen, die der Landwirtschaft nicht nur Planungssicherheit geben, sondern auch Entlastungen. Die Bundesregierung werde ihre beschlossene schrittweise Kürzung der Subventionen für Agrardiesel nicht zurücknehmen, hatte Finanzminister Christian Lindner von der FDP zuvor auf der zentralen Kundgebung der Landwirte am Brandenburger Tor gesagt. Die Polizei sprach von 8.500, der Präsident des Bauernverbands von 30.000 Teilnehmenden. In Berlin kam es, wie schon zuletzt, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch tausende Trecker und Lastwagen. Der Chef des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, kündigte an, die Bauern würden ihre tagelangen Proteste nun vorerst unterbrechen. Wir setzen jetzt für die nächsten Tage auf den Austausch und hoffen, dass es eine Lösung gibt, die auch die Landwirtschaft mittragen kann. Die Proteste werden sofort zu Ende, wenn die Bundesregierung diesen Steuererhöhungsvorschlag zurückziehen würde. Für den Fall, dass es kein Ergebnis gibt oder geben sollte, behalten wir uns weitere Aktionen vor. Er erwarte bis Donnerstag allerdings eine Rücknahme der Agrardieselpläne. Die Landwirte wollten nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag an diesem Donnerstag entscheiden, ob es kommende Woche weitere Blockaden geben soll.